Hallo und herzlich willkommen, meine geflügelten Freunde, zu How to Play Reloaded Folge 2 und heute mit einem unglaublich geilen Pokémon, nämlich dem Wingull, ein meiner absoluten Lieblings-Pokémon, der König der Lüfte, das Zubat des Wassers, wie ich es gerne nenne, und ein Pokémon aus der dritten Generation, mit das sicherlich jeder schon mal von euch irgendwo in Action erlebt hat, weil er auf einer Wasserroute war und ihm ein Wingull genau ins Gesicht geflogen ist oder weil er mit dem Überflieger durch die Wolken geflogen ist und da ist ihm ein Schwarm Vögel entgegengekommen und man war entnervt, weil es kein Wapelu war, das man vielleicht haben wollte, sondern ein Wingull, aber ihr habt es trotzdem gefangen, weil ihr es haben wolltet, weil es toll ist, denn das werdet ihr heute rausfinden, denn ich zeige euch heute, wie ich mein Wingull spiele und das genau jetzt. Wingull ist ein Wasserflug-Pokémon und gehört zur Art Seemöwe. Die Eigruppe ist Flug und Wasser 1. Die Werte sind KP 40, Angriff 30, Defensive 30, Spezialangriff 55, Spezialverteidigung 30 und Initiative 85. Wie man hier ganz klar sieht, ist der Spezialangriff und Initiative die einzigen brauchbaren Werte, wenn man überlegt, dass dieses Pokémon natürlich noch unterentwickelt ist. Und damit kann man vielleicht noch was anfangen. Im Little Cup sicherlich sehr gut mit 85 Initiative. Im normalen Spiel vielleicht nicht so gut, aber trotzdem werde ich euch zeigen, wie ihr mit Wingull einiges reißen könnt. Und ja, genau das mache ich jetzt. Denn mein Wingull hat ein mäßiges Wesen, um aus dem geringen Angriff ein bisschen was rauszuholen, die Fähigkeit Regengenuss, um im Fall des Regens noch einiges an KP zu generieren. Einen Wahlschall, denn mit 85 Initiative können wir mit Wahlschall sehr viel outspeeden und haben damit einen sehr, sehr guten Initiativewert und sind fast schneller als alles andere. Wir spielen 252 Spezialangriff, 252 Initiative und 6 Defensive. Damit haben wir einen ungeraden KP-Wert, das sehr gut ist, weil wir eine Tarnsteinschwäche haben. Und die Def natürlich, weil es Priorität-Attacken hauptsächlich im Bereich der physischen Attacken gibt, wie zum Beispiel Tempo-Hieb oder Patronenhieb. Und damit können wir mit der höheren Defensive ein bisschen was Höheres tanken. Wir spielen die Attacken Siedewasser, weil Surfer in dem Fall nicht geht und Hydro-Pumpe erst von Pelipper erlernt wird. Orkan, weil wir hier einen mächtigen Step-Move haben, mit dem wir sehr viel rausholen können. Eisstrahl, weil wir damit eine hohe Recovery haben und Schockwelle, weil wir damit auch noch die Wasser-Pokémon sehr effektiv treffen können und andere Wingulls, weil jetzt ist das ganze Meta natürlich nach diesem Video voll mit anderen Wingulls und deswegen braucht ihr die Schockwelle, um die anderen Wingulls fertig zu machen. Am besten würde ich, wenn ich jetzt mein Wingull so sehe, es im Regen spielen, denn im Regen bekommen wir immer Regeneration durch den Regengenuss, außerdem halten wir einen Boost auf Siedewasser und der Orkan trifft zu 100% im Regen und genau in der Kombination ist das natürlich sehr gut. Schockwelle ist auch stärker im Regen und so haben wir ein sehr, sehr starkes Pokémon, mit dem ihr viel reißen könnt. Also ich würde es vielleicht auch im Uber spielen, weil dort findet man jetzt auch öfters das Carpador, nachdem Razor das Carpador so hoch angepriesen hat im Uber, nämlich mit God of Uber. Ihr könntet dieses Wingull natürlich God of Gods nennen oder vielleicht auch Wingull Place. Wenn ihr das wollt, ist ja eure Entscheidung und ja, damit wären wir auch am Ende von diesem Video. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich alle Grafiken überarbeitet habe. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich habe mich da ein bisschen ausprobiert. Finde es teilweise echt sehr viel schöner als vorher. Aber wenn ihr meint, nee, die alten waren schöner, kann ich es auch wieder zurücksetzen. Das wäre kein Problem. Und ja, also wenn ihr auch Spaß haben wollt mit diesem Wingull, dann macht euch auch eins. Und was ich auch noch ankündigen wollte, die Leute, die ab jetzt bei meinen Wi-Fi Battles mitmachen, gegen mich spielen und mich schlagen sollten, also wenn ich jetzt auf Twitter frage oder wenn man, also wenn ich auf Twitter frage, ihr meldet euch dann und ihr mich in dem Fall besiegt, dann erhaltet ihr von mir genau dieses Wingull kostenlos als Triumph, das dann meinen Namen trägt, also Wingull Place, und damit könnt ihr dann bei euren Freunden angeben, wie cool ihr doch seid. Und genug gelabert eigentlich auch, jetzt sind wir auch am Ende dieses Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.